Hallo zusammen. Wir sind mal wieder unterwegs und heute haben wir ein Programm, das ein bisschen gemischt ist. Zum einen möchte ich unbedingt dem letzten Video noch etwas hinzufügen, quasi. Und zwar haben wir Leder hergestellt. Wir haben uns über das Einweichen, dann das Feldschaben in die leichte in den schwachen Gerbstoff hinein, dann in den starken Gerbstoff hinein. So, nach Abschluss der jeweiligen Wartezeiten ist dann im Endprodukt Leder, wie wir hier sehen. Na, das können wir in das Inventar übernehmen und dann ist das Fass auch wieder leer. Ich habe hier noch einen Rest aus den anderen Geschichten übrig gehabt und das habe ich ja sowieso im letzten Video schon mal angedeutet, dass ich immer von jeder Sorte ein Fass da habe, wo ich die Reste drin sammle. Ne? Also 6 Liter Kalkwasser, 6 Liter schwacher Gerbstoff und 6 Liter starker Gerbstoff. Ja, das ist ein bisschen, ja, um die Verschwendung nicht allzu groß werden zu lassen. Und nun können wir unser Inventar erweitern. Mit Leder halt. Hier unten habe ich es schon gemacht und mein Inventar ist auch recht voll, deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ich werde ihn erstmal nur erstellen in den Rucksack, aber ich werde ihn noch nicht ändern. Das Ändern ist immer so eine Sache für sich. Ich habe es persönlich ganz gerne, wenn wirklich mein Inventar zum Zeitpunkt des Austauschens leer ist, weil ich immer irgendwo im Hinterkopf den Gedanken habe, da könnte ein Bug irgendwie sein und zack ist das, was ich da gerade drin habe, nämlich dann weg. Und da stehe ich nicht so wirklich drauf. Da ärgere ich mich dann oder muss es mir dann neu besorgen oder wie auch immer. Und dem möchte ich einfach entgegenwirken, indem ich jetzt gar nichts im Inventar zu dem Zeitpunkt habe, wo ich es austausche. Und dann ist auch alles gut. Was soll denn das, ne? Also für mich jetzt persönlich sehe ich da jetzt keinen Beinbruch drin. Da ich jetzt aber vollgepackt bin und nicht unbedingt alles erstmal rausschmeißen möchte, um nur diesen einen Rucksack da auszutauschen, um einen Inventarplatz mehr zu kriegen, weil 3 Stück habe ich ja schon mehr, weil ich ja schon 3 Rucksäcke erstellt habe, ergibt sich das so. Okay, wir gehen aufs Handbuch und wir schauen, der Lederrucksack, Lagerplätze 6. Und wir brauchen dafür 8 Leder. 24 habe ich. Deswegen habe ich ja auch schon 3 Rucksäcke. Ich habe ja schon ein paar Durchgänge gemacht. Und zack, haben wir einen Lederrucksack, den wir dann hier anstelle des Leinensacks einsetzen können. Wie gesagt, wenn ihr euch das zutraut, mit vollem Inventar das Ganze durchzuziehen, macht es, ist überhaupt kein Ding. Es funktioniert zuweilen auch. Ich habe nur einfach immer wieder im Hinterkopf ein blöder Bug und zack, ist alles weg. Und ach, das muss ja nicht sein. Ja? Okay. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur noch zum Inventar gezeigt haben. Als nächstes steht heute auf dem Programm: Wir suchen Bienen. Ich möchte ja noch jede Menge Laternen hier platzieren, um alles ein bisschen besser ausleuchten zu können. Und dazu brauchen wir selbstverständlich Licht. Licht über die Laternen. Laternen gleich Bienen, weil wir brauchen Wachs. Okay. Grundsätzlich gesehen brauchen wir erstmal ein Ding. Wir brauchen einen Bienenkorb, einen leeren. Den habe ich hier unten zwar schon, aber wenn ich wirklich mal Bienen dann finde, nehme ich sie auch mit und möchte das hier auch vermehren. Und aus diesem Grund kann es nicht schaden, wenn ich jetzt noch 2, 3 mehr mache. Die Möglichkeit habe ich ja hier. Ich habe Rohrkolben, den brauche ich dafür. Und ich brauche Lehm. Blauen Ton haben wir hier. Zack. So, und dann haben wir auch schon das Rezept für einen Bienenkorb. Zack. Jetzt schmeißen wir den Rest weg. Das ist nicht schlimm.
All dieweil ich später ja auch, ich muss mal überlegen, wo habe ich denn hier irgendwo schon Blumen? Denn das ist das nächste, was wir uns dann auch beschaffen müssen. Nee, haben wir nicht. Ja, hier sind so ein paar, ne? Aber nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Gut. Dann stellen wir die erstmal einfach so hier ab. Wir brauchen, um Bienen einzufangen, brauchen wir eh nur maximal einen. Dann lassen wir die anderen vier einfach hier erstmal stehen. Bienen fühlen sich in einer Umgebung mit Blumen immer wohl. Das heißt, wir müssen nicht nur nicht nur Bienen suchen, sondern auch Blumen letztendlich in letzter Konsequenz. Aber das kommt später. Jetzt erstmal begeben wir uns auf die Suche nach Bienen. Das ist zuweilen ein bisschen komplizierter, all dieweil man wirklich ja, sie finden muss. Das funktioniert am besten zum einen tagsüber und zum anderen mit einem kleinen Trick. Wenn wir in die Einstellung für den Ton gehen, dann machen wir die Umgebungslautstärke hoch, Wetter runter, Musik sowieso, Musikfrequenz brauchen wir auch nicht. Und so gehen wir jetzt durch die Welt. Ja. Dann hören wir nämlich auch Dinge, die sonst ein bisschen untergehen. Wir hören unser eigenes Laufen, natürlich, natürlicherweise. Aber wir hören ja auch Umgebungsdinge viel intensiver. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einem Tier begegnen, dann hört sich das ja natürlich auch ganz anders an, wenn ich die Umgebungslautstärke hochgeschraubt habe. Hier das Huhn, ne? Wenn ich die Umgebungslautstärke runterschraube, habe ich natürlich auch entsprechend weniger Sound aus der Umgebung. Und das machen wir uns hier zunutze, indem wir, jetzt hören wir Wasser. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, das ist das Langwierige am Bienensuchen. Es dauert halt entsprechend, bis man die Bienen gefunden hat. Ja, also ich bin jetzt eine Weile rumgerannt. Ich habe euch das erspart, indem ich einen Schnitt gemacht habe. Denn einfach nur so durch die Pampa rennen ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Spannendste. Aber wenn wir jetzt mal still sind, müsste man im Hintergrund ein Summen hören. Das jetzt lauter wird. So, das bedeutet unterm Strich, wir haben hier was Bienenmäßiges gefunden. Und hier fliegen auch schon welche rum. Da. Da ist ein Wildbienenstock. Na? Hier im Ahorn ist sehr häufig gar nicht groß zu erkennen. Man muss ihn erstmal freilegen. Beim Freilegen bitte vorsichtig sein und nicht den Wildbienenstock zerstören. Dann droppt zwar Wachs, aber der Bienenstock ist hin. Und ihr kriegt keine Bienen mehr raus. So.
habt ihr einen Bienenstock gefunden, platziert ihr einen eurer mitgenommenen Bienenkörbe direkt in der Umgebung und jetzt heißt es warten. Es dauert in der Regel ein paar Spielminuten auf jeden Fall. Im In-Game Tage. 1, 2, 3, das ist unterschiedlich. Ich habe tatsächlich noch keinen wirklichen Zeitfaktor herausgefunden, wie lange es tatsächlich dauert, bis ein Bienenstock also sich in einen Bienenkorb eingenistet hat. Ich habe das immer so gehalten, dass ich in der Nähe verblieben bin, mir in der Umgebung irgendwie die Sachen dann noch besorgt habe, die ich dort gefunden habe, so ein bisschen was abgebaut, hier und da, dies, das, Ananas, und auf jeden Fall bin ich dann irgendwann zum Bienenstock zurückgekehrt, den ich platziert habe, und hatte Bienen. So, ich habe den Bienenstock hier, ne? Wir sehen jetzt, hier schwirren Bienen rumrum. Es sind, einfach nur Punkte. Aber sie schwirren herum und es sollen die Bienen sein. Und wir sehen hier innen drin, ist jetzt ein heller, helles Rechteck. Was uns signalisiert, dass in diesem Bienenstock jetzt, dass er bevölkert ist. Wenn wir auf die Info gucken, zeigt er uns auch an, dass zum einen Blumen in der Nähe, 25 Stück, und zum anderen die Population groß ist und sogar erntefähig wäre, aktuell. Also die besten Voraussetzungen, um ihn mitzunehmen. Jetzt müssen wir mal einmal gucken. Rohrkolben. Wir brauchen nämlich jetzt Folgendes. Wir brauchen Platz in unserem Inventar. Richtig viel Platz. Und das schaffen wir eigentlich nur. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen tricksen hier. Gerade das hier wegkauen. Denn wir haben jetzt folgendes Problem. Wir müssen den Bienenkorb mitnehmen. Aber den können wir nicht über einen normalen Platz mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig rüberkommt, was ich meine. Also, wir können ihn nicht hier in unserem normalen Inventar verfrachten, sondern wir müssen ihn Freiraum geben, indem wir ihn hierhin aufnehmen können. Zack. Ne, wenn man mit der rechten Maustaste dann auf den Bienenkorb, der bevölkert ist, klickt, dann wandert er automatisch hierhin. Das ist der Punkt. Also man muss wirklich erstmal sehen, dass man Platz hat. Das hätte ich vielleicht am Anfang direkt berücksichtigen sollen. Habe ich aber jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nicht direkt dran gedacht, dass wir diesen Bienenstock ja, wenn er bevölkert ist, auch entsprechend mitnehmen müssen oder wollen. Aber gut, es ist wie es ist. Jetzt haben wir erst einmal die Sache hier gefunden. Wir haben den Bienenstock gefunden und müssen uns jetzt auf den Weg nach Hause machen, von der Sache her. Hierzu möchte ich aber also wir könnten jetzt hingehen und den Bienenstock hier übrigens kaputt machen. Was ich aber ehrlich gesagt gar nicht möchte. Dann habe ich die Bienen am Leib, weil wenn man den Bienen ihr ihr Zuhause zerstört, dann werden die griffig.
Und das müssen wir ja auch nicht unbedingt haben. Nein. Okay. Was machen wir jetzt noch? Ich nehme noch ein paar Blumen mit. Und zwar aus dem Grunde, ich habe jetzt bei uns, also bei mir zu Hause da, wo ich meine Base stehen habe, nicht wirklich viel Blumenwerk gesehen. Und ja, dem möchte ich natürlich entgegenwirken. Wenn ich meine Bienen da züchte oder züchten möchte, dann brauche ich natürlich auch entsprechend Blumen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, hallo Wolf, ja. Gut, dass wir im Safe-Modus unterwegs sind. Der hätte uns jetzt schon wieder zerlegt, beziehungsweise zumindest angegriffen und Schaden verursacht. Ach, das sind Vergissmeinnicht und keine Maiglöckchen. Ja, man hört im Hintergrund immer noch dieses Summen. Das ist schon ziemlich krass. Also, zack, so. Ich habe das jetzt aufgegessen, obwohl es keine Wirkung hat, ne? Also, falls jemand aufgefallen sein sollte. Ja, ist halt so eine Angewohnheit. Im Privatleben würde man jetzt auch sagen, man achtet ja so ein bisschen auf Nachhaltigkeit und entsprechend. Jetzt sind wir einmal in eine Runde gegangen, haben hier unseren Blütenstock immer noch. Aber das macht ja nichts. Ja, was wollte ich sagen? Im Privatleben würde man ja auch ein bisschen nachhaltiger mit Nahrung umgehen, in der Regel. Also, ich bin jedenfalls so unterwegs. Man muss nicht unbedingt verschwenden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also verschwenden an sich kann eigentlich gar nicht wirklich ein Muss sein, aber gut, das ist driftet ins Philosophische und da denke ich, sollte auch jeder so wie er meint. Ich bin da mit Sicherheit dann auch nicht der, der mit dem erhobenen Zeigefinger vor jedem steht und ihm lehrt, dass er dies oder jenes so oder so zu machen hätte. Ich habe meine Meinung dazu und halte das dann auch im Privatleben so. Und ja, alles Weitere, gut, jeder so, wie er mag. Ist eine Philosophie, die ich persönlich sowieso sehr bevorzuge, jedem das Seine. Ich finde es immer sehr schwierig, Menschen irgendwas zu diktieren, was sie entweder nicht wollen oder nicht einsehen oder vielleicht auch gar nicht machen können, so wie sich jemand das denkt. Aber auch das, ja, ist eigentlich nichts, was hier hingehört. Wir wollen hier spielen und nicht über Dinge des Alltags, der Realität zwingend philosophieren. Sowas ist in einem Video sowieso recht schwierig, finde ich. Sowas gehört eher in eine Interaktion, in eine direkte Interaktion. Das heißt also, ja, allen bestenfalls würde ich da intensiver auf sowas eingehen, wenn man das Ganze in einem Stream macht. Weil dann haben beide Seiten einen direkten zeitnahen Austausch. Und nicht irgendwie zeitversetzt über, was weiß ich, im schlimmsten Fall über Jahre, dass irgendjemand im Video, also dass ich jetzt in diesem Video irgendwas sage, was in 5 oder 10 Jahren irgendwer zufällig bei YouTube entdeckt und dann noch am besten einen Kommentar schreibt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe natürlich schwer, dass ich in der Zeit dann noch in der Lage bin,
etwas zu lesen, zu beantworten oder sonstiges. Aber die Frage stellt sich ja auch, gibt es YouTube bis dahin noch? Aber gut, das ist alles philosophisch. Wir haben jetzt hier ein paar Blumen gesammelt, 9 Vergissmeinnicht und 24 Maiglöckchen. Das reicht auf jeden Fall lang und schmutzig, um die ersten Bienenkörbe bei mir in der Base zu verarbeiten. Okay, ja, ich müsste mich jetzt wieder auf den Heimweg machen. Es ist dunkel. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich mache jetzt aber gleich auch wieder einen Cut. Denn ja, das stumpfe durch die Gegend rennen frisst eine Menge Zeit. So, jetzt sind wir wieder zurück. Haben unseren Weg nach Hause gefunden. Hier haben wir unsere leeren Bienenkörbe. Und nun müssen wir uns eine Stelle suchen, wo wir die Bienenzucht ordentlich platzieren können. Ich hatte erst hier gedacht, aber ganz ehrlich, warum nicht? So zwischen den Obststräuchern, ja, kann man auch machen. Warum nicht? Ich platziere immer, so mache ich es. Das kann man natürlich halten, wie man möchte. Ob man die direkt auf dem Boden platziert oder wo auch immer. Auf jeden Fall, ich mache das immer ganz gern, dass ich mir einen Bienenkorb direkt auf so einen Pfosten mache, auf so ein Zaunelement. Und ja, dann habe ich das immer gleich in der Höhe, wo ich sowieso mich befinde, dass ich hier hinkomme und auf gleicher Höhe direkt dann später die mich mit dem Bienenkorb auseinandersetzen kann. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit zu bewältigen, wo ich früher auch dran verzweifelt bin und auch aus der Community ein Feedback schon erhalten habe. Ich habe jetzt den Bienenkorb im Inventar. Und wie kriege ich ihn da wieder raus? Na klar, wer ein bisschen länger dabei ist, hat den Trick auch schon längst dann raus. Aber es ist halt nicht ganz so easy, wenn man es erstmal nicht weiß. Und zwar, wir gehen auf den Pfosten zu, wo wir hinwollen, drücken die Steuerungstaste. In dem Augenblick können wir mit dem Mausrad nämlich in die Inventarerweiterung hineinscrollen. Ich demonstriere das gerade nochmal. Also ohne gedrückte Steuerungstaste und Scrollen am Mausrad wandere ich in der Inventarleiste immer von rechts nach links oder links nach rechts, je nachdem, wie rum ich das Mausrad drehe. Aber ich komme nie in den Inventarbereich rechts davon. Also sprich da, wo mein Bienenkorb jetzt ist, drücke ich die Steuerungstaste, bin ich da automatisch drin. Seht ihr, ne? Die blaue Umrandung ist jetzt aktiv. So, jetzt peile ich mein Zaunelement an, wo ich das den Bienenkorb drauf haben möchte. Und mit rechten Klick habe ich ihn dort platziert. Und wir hören jetzt auch schon das Summen. Also haben wir erfolgreich einen Bienenkorb transferiert, also sprich ein Bienenvolk transferiert. Wir haben es im Wald gefunden und das auch über die Lautstärke dann eingrenzen können. Dann haben wir den leeren Bienenkorb platziert und einfach abgewartet. Ja, das ist die Vorgehensweise, wie man sich ein Bienenvolk nach Hause holt, sage ich jetzt ganz vorsichtig mal. Und ja, jetzt muss man einfach nur noch dafür Sorge tragen, dass auch wirklich genug Blumen in der Nähe sind, dass die Bienen sich wohlfühlen. Und dann ist eigentlich, steht einem
erfolgreichen Zucht- und Verwertungsfaktor nichts mehr im Wege. So, alle Blumen platziert. Jetzt heißt es letztendlich nur noch warten, bis dieser Bienenkorb quasi, oder das Volk aus diesem Bienenkorb quasi sich in die anderen Bienenkörbe mit überträgt. Das sieht man dann wieder an diesem helleren Rechteck, was jetzt aktuell nicht hell ist. Das liegt aber eher am Spiel, am Game. Hier sieht man, dass es sehr dunkel ist. Im Grunde macht es auch den Eindruck, als wäre es in der Tiefe einfach leer. Und wenn man sich hier vorstellt, sieht man schon, das ist gefüllt. Es ist jetzt halt nur nicht ganz so hell, wie es eben in der Demonstration war. Aber eins wollte ich doch dann nochmal darstellen. Und zwar, wenn ich in den Ton hineingehe, die Umgebungslautstärke reduziere, mal auf 0, dann hören wir gar nichts mehr von den Bienen. Und das wollte ich jetzt eigentlich wirklich nochmal klar machen, wenn man mit diesem Faktor oder mit diesen Einstellungen ein bisschen mitarbeitet im Game, kann man sich natürlich auch einen kleinen Vorteil verschaffen. Okay, ja, das zum Thema Bienen. Was man mit Bienensachen machen kann, also mit Wachs und Honig, da können wir mal gesondert drauf eingehen. Das ist sowieso eine Thematik, Ernährung. Da kann man in der nächsten Zeit dann nochmal explizit was mit Gegenüberstellung machen, was, wie, wo, wann. Da man ja auch diverse Sachen machen kann, kochen und, ist das, glaube ich, schon nicht schlecht, wenn man auch da mal explizit drauf eingeht. Aber das ist heute definitiv nicht das Thema. Heute ist das Thema Inventarerweiterung gewesen, ne, mit Leder. Den Lederrucksack, den kann ich jetzt auch sofort hier gleich einfügen, da ich jetzt sowieso Platz schaffen musste. Man sieht auch sofort, es ist ja weniger geworden. Ne? Und ja, das zweite große Thema war dann die Biene, der Bienenstock und das Verfrachten der Bienen nach Hause zur Bienenzucht. Und ich denke, da ist alles erstmal gesagt. Sollte euch das Video gefallen haben, so lasst mir gerne ein Like da, ein Abo da, ein Kommentar da, gerne auch alles auf einmal. Wenn Fragen irgendwo aufkommen, auch gerne, wie gesagt, in den Kommentar schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt mir erhalten. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.